Wochenende in Philadelphia mit drei Freundinnen und habe natürlich ein Video dazu gemacht, um das alles irgendwie zu dokumentieren. Wollte das und möchte das auch gerne mit euch teilen. Ja, eigentlich gibt es dazu nicht mehr zu sagen, nur dass ich leider vom Samstag überhaupt nicht viel Material habe, filmmäßig, weil es so kalt war. Ich konnte keine Kamera rausholen, um zu filmen die ganze Zeit. Es war wirklich eisekalt, es war minus 7 Grad, hat sich aber angefühlt wie minus 14, weil wegen Wind. Es war unglaublich kalt. Ich habe noch nie so gefroren in meinem Leben. Naja, deswegen habe ich vom Samstag leider nicht so viel gefilmt und dachte mir, da erzähle ich ein bisschen und mache dann das, was ich gefilmt habe und ein paar Fotos drüber. Und am von Sonntag gibt es dann das Material, was ich da habe, denn es war zwar am Sonntag auch kalt, allerdings war man dort etwas besser vorbereitet und es war kein Wind da, was das Ganze doch etwas erträglicher gemacht hat. Ja, also fangen wir doch mal an, von Philadelphia zu erzählen. Guten Morgen, es ist gerade 7 Uhr an einem Samstag und ja, eigentlich keine Uhrzeit, an der ich samstags wach bin, aber es hat einen Grund und zwar geht es heute für mich und drei Freundinnen mit dem Auto nach Philadelphia und ja, da steht man dann auch gerne mal an einem Samstag um 7 Uhr morgens auf. Wir sind mit dem Auto nach Philadelphia gefahren und zwar hatte eine Freundin von mir das Auto bekommen fürs Wochenende. Und ja, konnte damit dann nach Philadelphia fahren. Das war ungefähr, ich glaube, 2 Stunden von hier entfernt. Also es ist wirklich nicht weit. Und deswegen war das ganz gut, mit dem Auto zu fahren, anstatt einen Bus zu bezahlen oder ähnliches. Ja, dann haben wir jetzt erstmal einen Kaffee geholt, weil das musste dann sein. Und haben dann überlegt, was wir jetzt machen. Weil es wirklich zu kalt war, um nur in der Stadt rumzulaufen. Und es war jetzt etwa 10 Uhr morgens. Wir hatten eine Tour gebucht für 2 Uhr und zwar gibt es in Philadelphia diese Fun and Friendly Tours, heißt das glaube ich. Und die sind kostenlos, die sind von anderen Bürgern und die kann man einfach buchen. Da gibt es auch ein paar verschiedene auf der Website und eine Zeit ausmachen und ja, kann dann hinterher noch Trinkgeld geben, das muss man aber nicht. Haben wir aber gemacht, weil es war echt toll, vor allem bei dem Wetter. Wir sind dann erstmal in die Market Hall gegangen, weil es da warm war und es war echt interessant, es war halt auch Samstag und mega voll. Wir haben dann eher so geguckt, haben jetzt nicht wirklich was gekauft oder so, aber es war trotzdem interessant und haben uns dann noch über die Flyer hergemacht, die am Eingang standen, um zu gucken, wie wir das Wochenende weiter gestalten. Auch danach haben wir uns auf den Weg ins African American Museum gemacht, weil wir dachten, gut, um die Zeit rumzukriegen, gehen wir in ein Museum. Und es war nah und wir dachten uns, ja, scheint ganz interessant zu sein. Also sind wir dann ins African American Museum gegangen. Haben da unsere Zeit vertrieben und sind pünktlich um 2 dann wieder an der City Hall gewesen, wo die Tour dann stattgefunden hat oder gestartet hat. Und ja, die Tour war eigentlich 90 Minuten, aber da alle, die an der Tour teilgenommen haben, schon in der Market Hall waren, haben wir sie abgekürzt auf etwa eine Stunde, 70 Minuten und sind dann halt im Umkreis der City Hall, ist man dann rumgelaufen, ganz verschiedene Standpunkte, wozu dann der Reiseführer, das ist ein Reiseführer, halt der Tourführer, wer auch immer was erklärt hat. Und es war ganz interessant zuzuhören und es war halt auch ganz interessant zu wissen. Nur zwischendurch war es wirklich so kalt, dass man ich habe zwischendurch teilweise abgeschaltet, weil ich mir einfach nur, weil meine Gedanken einfach nur daran waren, wie halte ich mich jetzt warm. Aber es war trotzdem eine gute Tour und vor allem, wenn es nicht gerade windig und mega eisekalt ist, dann ist das sehr, sehr gut, weil es ist wirklich umsonst. Also wir haben uns ja noch Trinkgeld gegeben, klar, aber ansonsten, man kann das Ganze wirklich ohne Geld machen. Nach der Tour haben wir uns ein bisschen aufgewärmt, uns wieder auf den Weg zum Auto gemacht und dann zu unserer Unterkunft. Ja, das war ein Airbnb. Ich habe das erste Mal mit Airbnb zu tun gehabt. Ich habe das Ganze gebucht und war eine nette Unterkunft. War gemütlich. Ja, dazu kann man nichts mehr sagen. Wir sind dann auch nicht mehr rausgegangen oder haben großartig noch irgendwas an dem Tag gemacht. Und dann haben wir uns dann wirklich nur noch was zu essen besorgt und haben dann abends geguckt, was machen wir am nächsten Tag und ja, den Abend dann in unserem
Zimmer verbracht. Am Sonntag sind wir dann auch wieder recht früh aufgestanden. Ich glaube gegen 8, halb 8 sind wir aufgestanden. Haben uns fertig gemacht, sind was frühstücken gegangen. Als wir dann damit fertig waren, sind wir wieder zurück, haben unsere Sachen gepackt und alles ins Auto geladen und haben uns dann auf den Weg zur Independence Hall gemacht, beziehungsweise zum Visitor Center, aber das ist ja alles in einem zusammen. Sind dann ins Visitor Center gegangen, haben da gepuzzelt. I don't know, what's going on? Oh, I know. 20+ heroes trying to solve about the states in America. And it's impossible. Hey, you have Minnesota there. Can you give me Minnesota? Oh, sorry. Minnesota is here. It's here next to. Yeah, here. There's. Was ganz gut war, die Independence Hall und die Liberty Bell waren im Januar, ich weiß nicht, ob das den ganzen Januar und Februar sind, aber es war kostenlos, also wir mussten keinen Eintritt für den Independence Park bezahlen, was schon mal sehr gut ist. Also ja, wir konnten uns dann die Freiheitsglocke, den Independence Park, Independence Hall, alles umsonst angucken, was auch super interessant war und eigentlich auch das war, wofür ich nach Philadelphia gekommen bin, und zwar um das zu sehen. Haben wir uns auf den Weg gemacht, Lunch zu essen. Und zwar, was muss man in Philly essen? Natürlich ein Cheesesteak. Und wir haben das bei Pets gegessen, was wohl irgendwie die älteste und bekannteste und gehypteste Cheesesteak-Bude in Philadelphia ist. Wir waren, glaube ich, recht früh da, als sie gerade geöffnet haben, weil es ging recht schnell, wir mussten nicht lange anstehen, aber ich glaube, sonst steht man da teilweise echt lange an. Wir hatten Glück. Ja, danach haben wir uns dann zum Art Museum aufgemacht, zu den Rocky Steps. Und ich habe meiner Freundin ein kleines Video gedreht, was ich noch zusammenschneiden muss. So, yeah, we're gonna shoot at us. Run up to the stairs now. Yay! And, okay, you want to start with the stretching? Where do you want to start? Here, yeah, like all there. Whatever you want. I don't know what's like better. Maybe like closer? Sure. Haben dann ein Foto mit der Rocky-Statue gemacht, mit uns, vor dem Amor-Sign, whatsoever, was man halt nicht alles so tut. Und haben dann, sind dann wieder zurück sozusagen zum Auto gegangen, was direkt geparkt hat neben dem Eastern State Penitentiary, whatsoever. Und das war wirklich dann so ein Punkt, den wir noch gefunden haben, wo ich mega aufgeregt war, weil ich finde sowas mega cool, Gefängnisse, alte Gefängnisse. Und ich habe auch ganz viele Dokus über Gefängnisausbrüche geguckt und deswegen interessiert mich sowas. Und ich war total aufgeregt und deswegen mussten wir noch das Eastern State Penitentiary besuchen. Ich habe da eigentlich ganz, ganz viel gefilmt, weil meine Fotokamera nämlich
den Geist aufgegeben hat. Also die Batterie war leer, deswegen musste ich dann zum Film zurückgreifen. Deswegen habe ich ganz viel Material davon und das werdet ihr jetzt sehen. We're now on our way to our last stop, like visiting whatever. And it's the Eastern State Penitentiary. And I never thought I'd be so excited to go into a prison. That was the last stop on our Pennsylvania weekend, and we got back to the car now, and it's going back. Let's go.
Wochenende in Philadelphia. Es war schön. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn es wirklich kalt war. Aber es war toll. Es hat Spaß gemacht. Man war mit den Leuten zusammen, die man gern hat. Und allein deswegen war es super lustig. Ansonsten sieht man sich dann im nächsten Video. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber es wird bestimmt kommen. Tschüss! Ich bin beinahe eingeschlafen. Ah, Scheiße!